Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich möchte mit euch heute eine Kartoffelquiche machen und wir fangen auch gleich an. Für den Teig braucht ihr 200 Gramm Mehl, 100 Gramm kalte Butter, 3 Esslöffel Joghurt und 1 Teelöffel Salz. Für den Belag braucht ihr 700 Gramm festkochende Kartoffeln, 250 Gramm Frischkäse, 3 Eier, 100 Milliliter Sahne, etwas Cayenne, Knoblauch, Majoran, Salz und Pfeffer. Wir beginnen jetzt als erstes damit, dass wir aus dem Mehl, dem Butter, dem Joghurt und einem Teelöffel Salz einen glatten Teig kneten und diesen dann relativ rund ausrollen, um ihn in eine Tartform zu legen. Und je nachdem, ob ihr jetzt sehr, sehr genau gearbeitet habt und kaum einen Rest habt oder ob ihr ein bisschen mehr habt, was übersteht, könnt ihr das einfach abschneiden und entweder anderweitig verarbeiten oder ihr legt es auf den Boden mit drauf. Dann stellt ihr das Ganze für etwa eine Stunde kalt. Kurz bevor die Stunde dann rum ist, könnt ihr damit anfangen, die Kartoffeln zu schälen. Und schneidet sie in ca. 0,3 bis 0,5 cm dicke Scheiben. Und dann schneidet ihr das Ganze in ebenso breite Streifen. Wenn ihr einen entsprechenden Hobel habt, könnt ihr es auch damit machen. Als nächstes mischt ihr das Ganze jetzt einfach nur mit dem Majoran und dem Salz und stellt es für einen Augenblick zur Seite. Dann nehmt ihr den Frischkäse, die Sahne und die Eier, würzt das Ganze direkt mit Salz, Pfeffer, dem Knoblauch und dem Cayennepfeffer und vermischt das Ganze dann gut, bis es eine einheitliche Masse gibt. Das funktioniert zum Beispiel sehr gut mit einem Pürierstab oder auch mit einem Schüttelbecher. Im Hintergrund heizt ihr den Backofen jetzt schon mal auf 180 Grad Umluft vor. Wenn ihr dann alles vorbereitet habt, holt ihr die Tartform aus dem Kühlschrank und verteilt darin die Kartoffeln. Seht zu, dass sie relativ flach drin liegen. Dann verteilt ihr die Eiersahne-Frischkäse-Mischung darüber. Schaut nochmal, dass alle Kartoffeln möglichst drinnen sind und nicht rausstehen. Und dann schiebt ihr das Ganze in den Backofen und dreht die Hitze auf 160 Grad Umluft runter und lasst es ca. 45 bis 60 Minuten backen. Guckt sicherheitshalber, ob es wirklich durch ist, und dann könnt ihr es servieren. Das war's zu diesem Rezept. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr das Ganze jetzt nachkochen möchtet, findet ihr die Zubereitung auf meinem Blog rezeptdeck.blogspot.de. Der Link ist auch unten in der Infobox. Und mich persönlich würde jetzt interessieren, wie euch das Ganze geschmeckt hat. Beziehungsweise, was für Quiche kennt ihr noch so? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder auch Social Media technisch. Ich würde mich unglaublich darüber freuen. Und ansonsten habe ich euch jetzt nur noch das Video von letzter Woche, das Nussbrot, hier verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!